Guten Morgen alle zusammen, hier live aus Tulum, Mexiko. In diesem Video geht es um allgemeine Fragen, die mir so gestellt wurden, wie Anreisekosten nach Mexiko, wann und wo und wie hast du den Flug gebucht und auch Visa-Informationen, brauche ich ein Visum, brauche ich kein Visum, wie lange ist das Visum, bla bla bla. Und natürlich auch die ganze Covid-Situation. Was passiert hier, wie ist die Situation vor Ort, rentiert es sich hierher zu kommen für Winterurlaub oder ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer, was auch immer. Bleibt dran, wir gehen kurz die Fragen durch. Ich muss gleich vorab sagen, es ist 7 Uhr morgens, ich bin seit 20 Minuten wach. Falls ich so einen Hänger, verbalen Hänger habe oder einfach so einen mentalen Hänger habe, so einen, wo ich einfach so denken muss. Das heißt einfach, dass ich habe noch zu wenig Kaffee und es ist wirklich noch früh am Morgen. Also, ne? Bleibt mit mir hier 10 Minuten, 5 Minuten, je nachdem wie lang das Video geht. Und danach entlasse ich euch in eure Weihnachtszeit und mich auf den Strand. Hier ist mein kleines Büchlein, ein paar Sachen hier aufgeschrieben. Lasst uns mal diese Sachen durchgehen, ne? Also, Punkt Nummer 1. Flug. Wo, wie und was und sowieso habe ich den Flug gebucht. Was hat das gekostet? Also zum einen, ich bin am 15. Dezember geflogen und ich habe den Flug Ende November gekauft. So, ich sage jetzt mal 3. Novemberwoche, irgendwas um den 20. November rum, habe ich den Flug gekauft. Und für den Flug habe ich insgesamt, glaube ich, 508 Euro bezahlt. Das Ganze, ich bin mit Lufthansa geflogen, das habe ich auf der Lufthansa-Website auch gekauft. Das ist auch keine Werbung, das ist einfach nur eine Info. So, und genau, dieser Flug ging von Hamburg, ich komme aus Hamburg, von Hamburg über Frankfurt, in Frankfurt den großen Flieger umsteigen und dann von Frankfurt direkt nach Cancun, also keine Umsteigereien in Kanada oder USA oder sonst irgendwo. So einmal umsteigen in Deutschland oder direkt von Frankfurt fliegen. So, 508 Euro hat er gekostet. Der Flug insgesamt hat gedauert von Hamburg nach Frankfurt 45 Minuten oder so. Dann 2 Stunden warten in Frankfurt. Und dann eben 12 Stunden, 11 Stunden 40 nach Cancun. Das war so die Situation. Flug, wie war es beim Flug? Ich habe hier ein Video, warte mal hier ist es. Könnt ihr draufklicken, das ist so die kleine Anreise-Vlog. Im Endeffekt, du musstest halt natürlich die Maske tragen die ganze Zeit. Beim Essen, Trinken kannst du die Maske absetzen. Also kein Hackmack, alles easy. Das Gute, muss ich sagen, bei diesem Flug, was ich gebucht habe, und ich glaube, das bietet heutzutage fast jede Airline, also heutzutage heißt in dieser Situation gerade, du hast, egal welche Klasse du buchst, zumindest bei mir so, welche Klasse, ich habe ganz normal Economy gebucht und ich habe immer noch die Möglichkeit, kostenfreie Möglichkeiten, den Flug umzubuchen. Ja? Man ist zwar gebunden an bestimmte Vorlaufzeit, das heißt, ich muss, glaube ich, mal, weiß ich nicht, mindestens 6 Wochen voraus das Datum wählen. Das heißt, wenn ich jetzt am 30. Januar fliegen sollte und ich würde umbuchen, dann wäre rein theoretisch der früheste Termin zum Umbuchen 15. März, sowas um den Dreh rum. So viel zum Flug. Braucht man ein Visum, braucht man Covid-Test oder sonst irgendwas? Also nein, ja. Also Punkt 1, Covid-Test beim Fliegen. Du brauchst keinen Covid-Test, also Mexiko verlangt Covid-Tests nicht. Das heißt, du kannst ganz normal einsteigen, ohne dir da irgendwie Stress zu machen und hinfliegen. Allerdings muss man sagen, dass bei Lufthansa, zumindest am Flughafen, da wurde die Temperatur gemessen beim Einsteigen. Das heißt, wenn du erkältet bist, wenn du einfach erkältet bist, ja, und ein Fieber hast, dann kann es sein, dass du einfach nicht in den Flieger kommst. So. Das ist auch normal, da sollte man auch zu Hause bleiben und nicht rumfliegen. Das Einzige, was man machen muss vorm Flug, ist sich online anzumelden in Mexiko bei auf so einer Webseite. Diese Information kommt aber dann mit der Lufthansa bzw. mit der Airline, mit der du gebucht hast, in der E-Mail, Bestätigungs-E-Mail, dass du dich da noch irgendwo anmelden musst. Klickst einfach drauf, meldest das Ding an, drückst einen Ausdruck aus, nimmst mit. Ich verrate es dir gleich, es wird nicht kontrolliert in Mexiko am Flughafen. Man hat es aber dabei, falls es gefragt wird, ist immer besser so. Genau. Und dann Visum. Braucht man Visum nach Mexiko? Ja oder nein? Man braucht so gesehen kein Visum vorher anzumelden. Man kriegt ein Visum on arrival. Visum on arrival, das heißt, du wirst am Flughafen abgestempelt.
Ja, die fragen dich, du gehst dahin, die fragen dich ganz normal, hey, Tourist, wie lange, dies, das, Ananas. Und für, wenn du einen deutschen Pass hast, für alle anderen weiß ich nicht, aber für einen deutschen Pass kriegst du ein automatisches Visum von 180 Tagen. Das heißt, du kannst ein halbes Jahr hier bleiben, rein, ohne irgendwie einen Cent dafür zu zahlen oder sonst irgendwas. Danach anscheinend, also ich habe die Erfahrung nicht gemacht, aber ich habe mit Leuten gesprochen, was ist mit meinen Augen los? Danach ist es so, dass wenn Leute länger bleiben wollen, fliegen sie einfach raus nach Miami. Der Flug kostet irgendwie 100 Euro. Bleiben ein paar Tage in Miami, kommen wieder zurück und haben wieder ein halbes Jahr neu. Also das ist anscheinend macht man das so, aber wie gesagt, ich habe keine Erfahrung damit, ja. Also wichtig zu sagen wäre bei dieser Fluggeschichte ist, ich würde immer empfehlen, wenn man international reist, immer einen Rückflug zu haben, ja. Weil eben es gibt Fälle tatsächlich hier in Mexiko, auch in Thailand oder in Bali oder sonst irgendwas, wenn du ankommst und am Zoll bzw. hier ja, in der Kontrolle da gefragt wirst, wann dein Rückflug geht und du hast keinen, dann kann es sein, dass sie dich gar nicht reinlassen. Das ist einfach so. Und dass sie dich dann zurückschicken. Ja, ohne Rückflug würde ich nicht versuchen reinzufliegen. Also Mexiko hat so gesehen so ein Ampelsystem, ich glaube grün, gelb, orange oder so, also rot, orange, ja. Und je nachdem, wie viele Infektionen pro 1000 oder 100.000 Leute oder so ist, wird das halt hochgeschaltet. Je dunkler die Farbe, desto weniger Aktivität findet hier statt. Quintana Roo ist gerade bei gelb. Das heißt, es ist nicht grün, aber das ist auch nicht rot, slash orange, das ist gelb. Was heißt das? Also zum einen Maskenpflicht. Maskenpflicht wirklich überall. Das heißt, wenn du auch ganz normal spazieren gehst, ja, weiß nicht, Fußgängerzone oder einkaufen gehst, ganz normal, musst du die Maske tragen. Ja. Es wird manchmal kontrolliert tatsächlich, dass Polizei anhält und dich darauf hinweist, dass du Maske tragen musst. Also so wie bei uns in Deutschland, so ja, Virus existiert nicht auf der Einkaufsstraße, weil jeder da dumm und dämlich rumläuft und keine Maske anhat. Also das ist schon ein bisschen hier mehr durchdacht als dort. Dann, was ich krass positiv fand und extrem überrascht war, ist tatsächlich, hier wird man auf jedem Schritt und Tritt, da wird die Temperatur gemessen. Ja? Also ich war neulich in der Einkaufspassage und das ist mir wirklich krass aufgefallen. So. Also Temperatur gemessen und Desinfektionsmittel. Also der Ablauf ist folgender, wenn du in einen Laden gehst, also jetzt irgendwie Einkaufsladen, am Eingang steht eine Person, immer eine Person mit einem Temperaturhandmessgerät, mit so einem Teil halt, steht sie da, und eine Flasche hier, Gel, Desinfektionsgel. Ja? Du kommst dahin. Hält's an, der misst Temperatur hier oder hier oder hier, keine Ahnung. Die halten halt das Ding an, gucken sich die Temperatur an. Und wenn es okay ist, dann musst du Hände ausstrecken, dann machen sie wirklich Geld drauf. Ja? Und dann musst du vor ihnen das Ganze so machen. Ja? Und dann darfst du es reingehen. Wenn du das nicht machst, kommst du einfach nicht in den Laden rein. Und das fand ich richtig, richtig krass, dass bei uns zum Beispiel in Deutschland sowas nicht, also nicht. Nicht so krass durchzogen wird, weißt du? Und ein anderes Ding, was mir auch aufgefallen ist und was ich noch nie irgendwo anders gesehen habe, ist tatsächlich, vor jedem Laden hast du, leider, ich habe jetzt keine Bilder davon, aber im Endeffekt, vor jedem Laden hast du zwei Fußmatten oder eine Fußmatte und ein so ein Becken, mehr oder weniger, so ein, zum Reinstehen. Und in diesem Mini-Becken, der ist so 1 Zentimeter hoch oder sowas, dieser Becken, ja, dieser so groß wie eine Fußmatte, dieser Becken ist gefüllt mit Desinfektionsmitteln. Und bevor du in den Laden reingehst, musst du da mit deinen Schuhen reinstehen, ja, und dann läufst du raus auf diese andere Fußmatte, tust dir die Füße abtreten und dann darfst du in den Laden rein. Und das fand ich krass so, dass sie das wirklich in jedem Ding durchziehen. Ich war neulich in einer Einkaufspassage und mit diesem, wenn du in jeden Laden reingehst und Geld bekommst zum Desinfizieren, das geht, ich dachte schon, ich komme da raus ohne Haut auf meinen Händen, weil das war schon krass in jedem Laden. Blub, 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 blub. Ja, das ist so die ganze Situation hier, was Einkaufen etc. geht. Gastro, Bars, Restaurants, das Ganze. Dieses Konzept habe ich noch nicht so ganz durchschaut, wie das alles funktioniert. Im Endeffekt, ja, die Sachen sind auf. Ja, du hast ganz normal, du kannst reingehen, du kannst dich hinsetzen, kannst was essen, kannst was trinken. Wie lange Clubs und Bars aufhaben, das weiß ich nicht tatsächlich. Ich
Also, ich weiß, dass sie mich bis 2 Uhr morgens nicht schlafen lassen haben, weil da so eine Musik vom Hotel war. Das weiß ich. Oder 2 oder 3 Uhr morgens. Mehr weiß ich nicht. Leute sind hier unterwegs. Leute haben Masken auf, Leute haben keine Masken auf. Polizei kontrolliert nicht. Polizei trägt Masken, Polizei trägt keine Masken. Allgemein ist es, ja, die Leute, die scheinen so ihrem Alltag nachzugehen. So, man fühlt sich schon ein bisschen wie in einer anderen Welt, weil die Situation nicht so krass eskaliert wie bei uns drüben. Aber bei uns drüben ist auch Winter, es ist kalt und es ist Erkältung. Ne? Und das ist halt so, wenn die Sachen zusammenkommen, da kannst du schon es ausatmen. Und dann kommt noch das Ding, was weltweit gerade kursiert, dazu. Ich hoffe, das war jetzt informativ genug. Falls es noch weitere Fragen gibt, macht einfach in die Comments runter und versucht sie zu beantworten. In diesem Sinne, in diesem Sinne, frohe Weihnachten, gute Bescherung, fettes Essen, geil, 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 auf jeden Fall. Enjoy, relax und bis bald. Cheers.